diese ständig fortlaufenden Gedanken, die sich immer um ein gleiches Problem oder auch um verschiedene Probleme drehen? Eine Studie hat gezeigt, dass der normale Mensch im Durchschnitt bis zu 50.000, 80.000 Gedanken am Tag denkt. Das ist quasi ständig unser Begleiter, ständig diese innere Stimme, die quasselt. Und wie ist diese Stimme entstanden? Das ist ziemlich einfach zu verstehen. Wir wurden alle seit unserer Geburt geprägt von der Konditionierung, von den Eltern, von der Gesellschaft, von der Leistungs- und Konsumgesellschaft. Und die Summe dieser ganzen Prägungen stecken jetzt in deinem Kopf. Deine ganzen Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, alle, die du hier eingeprägt bekommen hast, sind jetzt hier oben im Kopf. Und wenn jetzt noch eine Lebensherausforderung dazukommt, wie zum Beispiel in deinen Beziehungen, deinem Beruf, Verlust einer geliebten Person, viel Stress, körperliche Krankheiten. Diese Probleme treffen jetzt auf die Summe all deiner Erfahrungen, die du bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht hast. Diese Summe an Erfahrungen und Prägungen möchten jetzt das Problem lösen. Du kannst nicht mehr schlafen, du kommst nicht mehr zur Ruhe, fühlst dich ausgeliefert, du kommst zu keiner klaren Lösung. Jetzt entsteht das Gedankenkarussell und dein allergrößter Wunsch wäre, endlich Stille im Kopf zu haben. Und hier dürfen wir nochmal verstehen, die Aufgabe des Verstandes ist es zu denken, genauso wie es die Aufgabe deines Herzens ist zu schlagen und das Blut zu pumpen. Und es bleibt nur das Problem, das wir erschaffen haben. Wir haben angefangen, uns mit diesem Denken zu identifizieren. Und das passiert ganz leicht bei 50.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Und diese Stimme ist ja unser ständiger Begleiter. Wir fangen an zu glauben, ich muss ja diese Stimme dort oben sein. Sie ist ja immer da. Alles verändert sich in dieser Welt. Nur diese Stimme dort oben, die bleibt gleich. Also bin ich diese Stimme. Und dann denkst du, ich habe ja dieses Problem. Ich habe diese Herausforderung im Leben. Ich habe diese Beziehungsprobleme. Ich habe diesen Stress. Und du verschmelzt so sehr mit diesen Gedanken und zack, entsteht das Gedankenkarussell und es gelingt dir dann nicht mehr auszusteigen. Erkennst du dich in dem, was ich gesagt habe, wieder? Dann habe ich für dich eine Lösung. Mein Name ist Ruta Neiwert und seit 5 Jahren arbeite ich genau an diesen Themen mit meinen Klienten. Wenn du jetzt sagst, das Ganze klingt interessant für dich, dann möchte ich dich dazu einladen, dich für eine kostenlose Einzelsitzung anzumelden. Durch bestimmte Techniken schaffen wir gemeinsam auch deinen mentalen Raum zur Ruhe zu bringen und dein Gedankenkarussell aufzulösen. Anschließend hören wir uns am Telefon, um einen Termin zu vereinbaren. Und ich freue mich darauf, dich persönlich bei mir im Atelier kennenzulernen.